Liebe Freunde der pelzigen Unterhaltung, willkommen zurück bei Ape Escape. Letztes Mal haben wir dieses Level hier gemacht, Snowy Mammoth, und haben ein lustiges Mammut gesehen. Und jetzt geht's weiter in Frosty Retreat in einer Eishöhle. Na dann, let's fang Affen! Look what I've got, a new gadget. Check it out. Here's the Skyflyer. It'll take the Sky was? Skyflyer? Ja, der Propeller jedenfalls. Der ist richtig cool. Das ist eins meiner Lieblingsgeräte, weil mit dem kann man sehr viel größere Abstände, also größere Schluchten überwinden. Und außerdem kann er auch einen auch retten, wenn man mal irgendwie ein bisschen falsch gesprungen ist oder so. So, wir drehen einfach den Stick und dann fliegen wir so hoch. Ziemlich cool. Wir können auch zum Beispiel einen Doppelsprung machen und dann im höchsten Punkt so weiterspringen. Das machen wir zum Beispiel mal jetzt. So, so können wir nämlich weitere Strecken noch zurücklegen. Und nochmal. Yeah, I love it. Den habe ich eigentlich meistens ausgerüstet, wenn ich irgendwelche Jump-Run-Einlagen, irgendwelche Sprungeinlagen machen muss. So, und wir müssen 9 Affen fangen. Okay, ja, das Level ist sehr lang. Habe ich auch so in Erinnerung. So, hier der Außenbereich ist das kleinste eigentlich. In der Höhle, da geht es erst richtig los. So, und hier geht es gleich los. Das brauchen wir eigentlich alles, was wir jetzt haben. Ja, wir scannen erstmal die Gegend. Storm. Wäre lieber auf Hawaii, okay. Kriegen wir die anderen zufällig auch? Ne, ist wieder Storm. Wieder Storm. 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 Ach, egal. Sonst noch jemand? Okay. Dann rüsten wir jetzt unseren lustigen Propeller aus. Um gleich hier rüber zu kommen. Wahoo! Und los geht's! Ab du Kackvieh. Wo ist es da? Nein! Schieß! Boah, so knapp. Dass die auch so viel aushalten müssen, die Kackviecher. Haben wir den auch? Nee. Ja, schnell Munition holen. Und los ab. Und umdrehen und schießen. Und bam, weg bist du. So, und nebenbei holen wir uns auch ein paar Chips, um mal wieder ein neues Leben zu kriegen. So, und hier geht's schon los, Leute. Schaut mal hier. Eigentlich müssen wir hier auf dieser dünnen Barrikade lang, um darüber zu kommen. Aber ich mach's mir wieder einfach. Ich nehme den Propeller und kürze einfach schön ab. So. Na, warte mal, du nervst mich jetzt bestimmt irgendwann. Genau, muss ich doch. So, da haben wir die F4 Nummer 2. Mal schauen, ob wir jetzt irgendwie den anderen irgendwie zu scannen kriegen. Cube! Okay, ein schneller Läufer, aber dieses, die haben gelbe Sachen an, also dürfen sie nicht so stark sein. Das Dumme ist halt, dass es zwei sind. Gesundheit! Lustiger Affe. Gesundheit! Befreie dich von deinem Husten und die anderen auch gleich. Komm schon, komm schon! Ach, scheiße. Das Gute ist, die können hier nicht raus, weil raus gehen sie hier nicht, das ist ihnen zu gefährlich. Okay, am besten eine Sprungattacke. Und ha! Mist. Aha, du triffst mich nicht. Auf gut Glück einfach mal. Mist. Okay, komm her, komm. Kommst du her, du böser Affe. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Okay. Wie auch immer ich den jetzt gekriegt habe. Anscheinend ist er irgendwie gesprungen oder so. Kann ich das eigentlich kaputt machen hier? Nee. Egal. So, dann hätten wir auch schon alle im Außenbereich. Ja. Da, wo es ein bisschen ausschlägt, da können wir nicht L2 drücken. Das heißt, er ist im nächsten Bildschirm und das ist halt die Höhle. Die Eishöhle. So, und hopp. Oh, das war knapp. So, jetzt müssen wir da hoch. Wuhu! Boah, der schießt zweimal. Shit, habe ich nicht gewusst. Oh. Kannst du mir gestohlen bleiben? So, ich könnte natürlich auch noch so einen Kerl. Ach, scheiße, da war eine Spectre-Münze noch drin. Ach, das ist mir jetzt egal.
Die hole ich später. Die ist ja gleich am Anfang des Levels. Kann ich auch noch mal später holen. So, jetzt heißt es links oder rechts oder geradeaus. Ah, ich muss ständig hier wechseln. Ich brauche eigentlich die Schleuder auch für die komischen Vögel immer. So, machen wir den da an. Gash! Kann seine Füße nicht mehr spüren. Da vorne ist auch einer. Shadow! Oh, er vermisst seine Eltern. Armer Affe. Na warte, ich schicke dich gleich zu ihnen. Mit meinem Zeitnetz. Dann bist du wieder vereint mit ihnen. So, ich glaube... Hä? Ach, das ist ein Rundgang hier. Okay. Ich möchte sagen, ging es irgendwo lang. Oder nicht? Da ist ja wirklich gar nichts. Tschüss. Okay, die sind beide da. Okay. Verstehe. So, okay, dann werde ich jetzt mal wieder den Propeller nehmen. Und erstmal muss ich mir dieses gerupfte Huhn hier vornehmen. So, und weiter. So, Keks ist auch wieder voll, sehr schön. Ja, du willst mich schon wieder beißen. Das kannst du auch vergessen. Ich bin schneller als du, Freundchen. Au, oh, das ist ja schon der Gash, wie er heißt. So, was mache ich jetzt mit dem? Er rennt natürlich sofort zu den Viechern da hinten, die ihn natürlich beschützen. Und mir kräftig auf den Zeiger gehen. So, die muss als erstes weg. Ah, Mist. Au. Keks, ja. Wo ist er hin? Da hin so lang. Oh, der springt ins Wasser. Fatal. Ah, und dann habe ich mich wieder. Ach, ihr lernt es einfach nicht, ihr kleinen Affen. Ihr lernt es einfach nicht. Oh, jetzt noch eine Spektermünze. So, hier unten gibt es bloß ein paar Chips. Ja, gut, die sind jetzt gerade. Au! Du Kackvieh! Die sind mir jetzt gerade mal egal. Ja, Leute, übrigens ist meine PS4 jetzt gekommen. Sie steht jetzt bei mir hier schon ausgepackt da, allerdings habe ich sie noch nicht angeschlossen. Dann muss ich mir in meiner Wohnung hier nochmal was einfallen lassen, wie ich das am geschicktesten mache. Ist da oben irgendwas? Nee. Es geht also bloß da lang. Okay. Ja, Spiele habe ich ja wie gesagt noch keins bis jetzt. Ich kann mir aber, glaube ich, irgendwie kostenlose Spiele downloaden oder so, hat mir mein Kumpel erzählt. Aber ich habe hier erstmal noch viel zu tun mit meinen Let's Plays. Hä? Wird mich das bitte schön erwischen? Nein! Ach, Scheiße. Kackstachel. Oh, Mann. Das hält denn der sich nicht fest da oben, so ein Kack. Ja, dann müssen sie wieder von vorne hier rennen. 5 Leben haben wir noch. Zieht euch, ihr dummen Galgenvögel. Wie ein Pleitegeier. Okay. Ja, die blaue Munition brauchen wir gar nicht mehr. Die könnte ich eigentlich mal verwenden, wenn ich die schon voll habe. Scheiße. Na, jetzt gibt's die blaue Munition. Komm her. Komm an mein Sichtfeld. Was siehst du denn da an? Oh, da reichen sogar 2 Schuss. Okay. Und gleich wieder einen Schuss zurückbekommen. So, zum Glück haben wir die Affen trotzdem gefangen. Das müssen wir nicht nochmal machen. Ach, Kacke. Mistviecher. Jetzt wird mich diese blöde Stachel da wahrscheinlich wieder total abschießen. Wird gleich wahrscheinlich wieder nicht ungeschoren davon kommen. Aber so haben wir wieder ein bisschen Explosivmunition gefangen. Eingesammelt. Ah, Scheiße. Komm schon! Oh, endlich. Ja, da brauchen wir ein bisschen, bis er auslöst, der Helikopter, der Propeller. So, du bist weg. Ich hoffe, das ist nicht noch so ein Kumpel von dir. Okay. Zumindest wieder 4 Kekse. Okay, jetzt könnten wir wieder mit dem Propeller ganz einfach darüber fliegen, aber es ist, glaube ich, ziemlich knapp. Deswegen gehe ich doch mal den regulären Weg hier hoch. Ein bisschen ausweichen. Und jetzt hier rüber gehuscht. Und darüber gehuscht. So, jetzt fliege ich aber rüber hier. So. Gab es jetzt hier noch irgendwas? Ich denke nicht. Okay, damit haben wir die Eishöhle hinter uns.
Ach ne, doch nicht. Das Areal kommt noch. Ja, am Ende des Levels geht es wieder raus aus der Höhle. Da gibt es nochmal einen kurzen Freibereich. Der meines Wissens nach auch ziemlich schwierig war. So, gut. Oh, das liegt natürlich klasse da, das Zeug. Okay, wir haben es erwischt. So, da oben haben wir ein Äffchen. Wo ist eigentlich der seine Eltern vermisst? Kundra, ui. Hat seine Machine Gun verloren? Ach, das ist gut. Aber stimmt das auch? Stimmt, glaube ich ihm nicht. Ach, Mann. Wo ist der? Ja, genau, der da. Shadow. Wie, du schießt wieder auf mich. Ja, wie sie sich immer wegducken, wenn ich sie anvisieren will. Aha. Ihr Mistviecher. So, hab ich dich. Dich am Arsch, mein Freund. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach, da oben sitzt der, glaube ich, rum. Das heißt, den müsste ich da eigentlich auch erwischen. Ach, der ist schon wild. Hat schon eine rote Ampel auf seinem Kopf. Hallo! Ach nee, doch noch nicht. Er schaut die Wand an. Der arme Kerl. So, ich hab's kurz und schmerzlos gemacht. Wie ich immer automatisch ruhig bin, wenn ich mich an einen Affen ranschleiche. Aber ich denke, er könnte mich hören, wenn ich kommentiere. So, jetzt müssen wir hier hoch. Und natürlich, da oben steht natürlich Kundra rum. So, ich versuche am besten immer gleich auf den... so wenig wie möglich diese rutschigen Dinger zu erwischen. Okay. Der war irgendwie blind, der gute Kundra. Das war ja doch leichter als gedacht. Wahrscheinlich hat er sich gesagt, na, hab meine Maschinenpistole verloren, kann ich eh nichts ausrichten gegen den Kerl. Vielleicht will ich mir mal weiter keinen Stress machen und mich einfach fangen lassen. So, jetzt fehlt uns noch ein Affe und da ist jetzt der Ausgang der Höhle. Sehr gut. Haben wir diese Dunkelheit hinter uns. Die lange Dunkelheit Morias. So. Und hinein ins Licht. Yay! Licht am Ende des Tunnels. Und da seht ihr schon, da oben ist erstmal einer. Der ist grün, also den will ich, wenn es geht, nicht haben. Ich suche mir, glaube ich, einen anderen aus. Ja, zum Beispiel den da. Dizzy from the Altitude. Okay. Sharpie. So, und das, ihr habt schon gesehen, da sind wieder Monster. Und deswegen brauchen wir wieder unser U-Boot. So, da unten müssen wir reintauchen, wenn wir zu den komischen... Oh, das Boot schützt uns. Okay. Oh nein, nein, nein. Okay, das U-Boot. Das kriegen wir auch irgendwie nicht. Ah, ich muss die Vögel abschießen. Jetzt nerven die mich. Was der Vogel? Ach, das ist einer. Den meinte ich wecken sie. So, noch irgendjemand ohne Fahrschein? Okay. Dann können wir jetzt erst in den Affen kümmern, dann nehmen wir natürlich direkt die Explosivmunition, um ihn abzuschießen. Komm her. Wo bist du? Ich flack dich runter mit meiner Flak. Da ist er. Ah, shit. Da liegt er schön genau vorne. Ach doch, ich habe ihn getroffen anscheinend, weil er schon raucht. Gehe ich jetzt aus dem Ziel raus, das gefällt mir nicht. Mann, der fliegt immer darum, wie ich nicht gucke. Und schießt mich natürlich dabei fröhlich ab, da ist er. Vom Fall! Ich hab ihn doch wieder getroffen, obwohl ich gar nicht... Komm her! Oh, das gefällt mir jetzt natürlich nicht, dass du schwimmst in dem Fall. Kann ich die Mistviecher dann erwischen? Bist du hier reingeschwommen? Ist nicht wirklich hier reingeschwommen. Das ist ein fieser Affe, ey. Der macht mir auf den letzten Meter noch Stress. Mist. Ich kann auch schießen, Kumpel. Ach, Kacke. Spring ins Wasser, komm, spring ins Wasser. Komm, Spike, steh auf. Okay, ich muss ihn schlagen. Ja, das Problem ist, dass der andere hier noch rumhängt. Der grüne Affe. Jetzt hab ich dich. Ach, Mann. Mit dem grünen Affen will ich mich nicht anlegen, weil der schießt mich eiskalt weg. Komm her jetzt. Puh, der hat es nochmal spannend gemacht. Auf den letzten Metern. Yay! Geschafft!
Ja, der Grüne hat natürlich wieder Raketenwerfer und Machine Gun und Bomben und alles Mögliche. Die sind immer sehr schwer zu fangen. Die grünen Gesellen. Und nächstes Level geschafft. Sehr gut. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich werde die Folgen etwas kürzer machen, weil ich hier mit einer höherer Framerate aufnehme. Und dadurch werden die Folgen mal so richtig groß, deswegen will ich ein bisschen die Videozeit verkürzen. Also, nächstes Mal geht's in die nächste Welt, die letzte Eiswelt. Und ja, da werden wir mit heißen Quellen Bekanntschaft machen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.